Upp, dann mache ich jetzt hier noch eine Fackel rein, damit das auch aus... Na, mach doch mal hier, hallo, so, damit das auch ausgeleuchtet ist. Denn wo es nicht hell ist, das spawnen Monster, wenn man sie denn anschaltet. Ich habe sie ja momentan aus, was jetzt allerdings nicht unbedingt ein Hindernis ist. Ich weiß nicht, was momentan mit der Spawnrate ist. Und hier kommt komisches Licht rein. Ach nee, hier ist ja auch nochmal ein Ausgang. Ja, das ist ja wunderbar. Da werde ich mich jetzt dann gleich mal hochkloppen. Hier mal kurz markieren. Mal schauen, wo der Ausgang ist. Vielleicht ist der ein bisschen besser gelegen. Und hier endet die Höhle auch schon wieder. Ich werde mich jetzt hier mal kurz durchgraben, ob hier noch was kommt. Als hätte ich es gewusst. Na, das ist ja mal herrlich. Da geht die Höhle noch weiter. Hinter Erde versteckt. Und ich werde den Ausgang nicht mehr finden, wenn ich jetzt noch viel weiter gehe. Und hier endet die Höhle und das ist ja sehr formschön gemacht hier, ne? Sehr wunderbar designt. Das müssen wir gleich mal zerkloppen hier. So, geht's hier noch weiter? Kommt hier noch was? Nö, hier scheint Ende zu... Ist da was? Ist da was Gutes? Kohle! Ja, das ist ja hammermäßig. Never ending Kohle. Also in Sachen Kohle können wir uns jetzt schon mal gar nicht mehr beschweren. Wollte ein bisschen Kohle für den Anfang haben und werde hier mal so richtig überschüttet mit dem Zeug. Das heißt, Glasherstellung und alles weitere ist schon mal komplett gesichert. Und ich höre ein Huhn, das heißt, wir sind nicht weit weg von der Oberfläche. Oder ich habe hier so gut ausgeleuchtet, dass sie jetzt in der Nacht bei meinen Fackeln spawnen. Das kann natürlich auch sein. The Mighty Huhn unter der Höhlendecke. Ja, hier ist noch mehr Kohle. Wahnsinn. Das hört nicht mehr auf. Die Kohlevorkommen sind gigantisch hier. Weiß nicht. Ist es inzwischen bei Minecraft so? Früher war es ja nicht so. Früher war Kohle so ein bisschen, ja, Mangelware. Also man musste schon relativ lange suchen, um genug Kohle zu finden, um sie wirklich effektiv zu verwenden. Das war jetzt nicht so, dass es einen Seltenheitswert hatte wie Diamanten. Und auch nicht unbedingt wie Eisen, aber es war schon... Fledermaus. Es war schon nicht unbedingt so eine Ware, wo man sagt, hey, die habe ich jetzt einfach mal so im Überfluss. Und ich würde sagen, ich werde mich jetzt hier einfach mal kurz hochkloppen. Bin ich jetzt blöde? Das ist doch mein Ausgang. Ach so, der ist gleich nebenan hier. Ja, wunderbar, das ist ja hochinteressant. Müssen wir jetzt hier jetzt nochmal einen Aufgang graben. Und hier mache ich mal einen Cobblestone rein, dass wir hier nicht ständig runterfallen. Ist hier nebenan einfach nochmal ein Eingang. Okay, ja, dann graben wir jetzt hier nochmal hoch. Wie ist der denn gelegen so? Und so. Kameradreherei hier. So. Und so. Und so. Und dies noch. Und jenes. Und den hier noch weg. Und schon sind wir oben. Ja, das ist so ein Doppeleingang. Das ist ja hochinteressant. Aber eigentlich total unnötig, weil wenn wir hier die Wand weggraben, dann ist es ein großer Eingang. Und das gefällt mir ehrlich gesagt ein bisschen besser. Wenn hier nicht so viel Plörre ist. Dadurch ist die Höhle nämlich schon mal ein ganzes Stück offener. Und nicht mehr so furchteinflößend. Was? Na? So, hier ist mein Marker. Ja, also ich finde es in der Nacht echt relativ hell. Also ich stehe jetzt neben den Fackeln, aber jetzt so in der Ferne betrachtet, das ist alles total hell. Vielleicht ist es auf der offenen Map jetzt einfach so. Kann ja sein. Muss ja nicht unbedingt so dunkel sein, aber ein bisschen dunkler dürfte es schon sein. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Die Höhle ist einfach so ein Riesenriss hier. Schaut euch das mal an. Ein Riesenriss in der Landschaft. Das sieht ja richtig geil aus. Wenn man so eine riesen Felsspalte, die sich hier durchs Land zieht. Ja, eine richtige Arschfalte ist das hier. Wahnsinn, da liegt noch unendlich viel Kohle rum. Und das mündet hier hinten. Dann müssen wir gleich mal gucken, worin das denn mündet. Kommt hier jetzt dann einfach eine Höhle oder... Ja, hier nochmal mit Wasser, unterirdischer Wasserfall oder sowas in der Art. Das schaut schon richtig geil aus hier. Wie vorgefertigt. Also hier könnte man vielleicht auch ein bisschen Glas drüber zimmern. Nur, was baut man dann daraus, ist die Frage. Na, schaut schon geil aus. Muss man schon zugeben. Jetzt marschieren wir erstmal zurück zur Hütte und basteln uns da noch ein bisschen was. Denn jetzt haben wir Kohle en masse und Sand. Und deswegen werde ich die Hütte jetzt noch mit drei kleinen Fensterchen versehen, womit wir jetzt mit ein bisschen Erkundung und der Spawnhütte dann auch schon am Ende von diesem Take angelangen.
Das heißt, ich habe jetzt eine gute Stunde aufgenommen. Das dürften ein paar Folgen sein. Bis jetzt ist mein Eindruck von der Map sehr positiv. Also mir gefällt es wirklich gut. Ich nehme hier noch die Reihe Sand auf dem Weg mit. Wirklich sehr positiv überrascht auch, wie die Höhle sich aufbaut, dass man gleich am Anfang so eine schöne Höhle hat. So, insgesamt ist mir die Map ein bisschen bergig, einfach weil alles so in Urwaldstimmung ist, also alles sehr in die Höhe geht auch. Aber das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein, das kann man bestimmt nutzen. Die Eier hier nehme ich noch mit, da kann man lecker Spiegelei und Rührei draus machen. Hier noch ein bisschen Wasser vor der Hütte, da kann man bestimmt auch noch einen kleinen Pool oder so. Vielleicht hier ein Haupthaus noch, also dass das nicht so weit weg vom Spawnhaus ist, dass man dann vom Spawnhaus auch gleich rüberkommt. Echt eine super Sache. Das Spawnhaus würde ich gerne noch verbreitern, nämlich auf Zweiertüren. Das lohnt sich jetzt aber noch nicht, denn das Spawnhaus soll wirklich so ein Zentrum sein, wo ich einfach in alle Richtungen der Map rausfliehen, rausgehen kann. Aber das ist jetzt noch kein Thema. So, wir haben zwei gebratene Hühnchen, das ist doch schon mal schön. Die Kohle hauen wir jetzt einfach mal komplett da rein und kloppen das Eisenerz hinterher, denn dann können wir uns bald einen Kompass machen. Das revidiere ich jetzt mal kurz. Jetzt habe ich eine Kohle dadurch verloren, ne? Ich möchte erst die Fenster haben. Denn ich möchte mir hier jetzt Fenster bauen. Das Holz muss ich draußen jetzt gleich noch einsammeln. Das kloppe ich jetzt schnell mal von hier außen, von hier innen schnell weg. Muss ich jetzt gleich nochmal rausgehen und das Holz holen. Da haben wir jetzt auch Erde hingepflanzt, ne? Ja. Das müssen wir dann auch noch wegruppen. Und hier dürfte auch noch Erde sein. Oder ist hier schon frei? Na, dann machen wir das jetzt schnell weg mit der Axt. Ist ja auch egal. Jetzt schauen wir mal, wie weit das Glas ist. Wir haben jetzt schon zwei Glas und das ist das dritte Glas. Und dann können wir unsere Fenster auch schon einsetzen. Wunderbar. Da ein Fenster, dort ein Fenster und dieses Fenster. Jetzt haben wir auch eine rundum befensterte Hütte. Jetzt schaue ich mal kurz, wie das mit dem Lichtverhältnissen ist. Ja, es ist auf der Obermap wirklich erstaunlich hell. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe irgendwie noch das Gefühl, dass von mir so ein gewisses Licht ausgeht. Weil es draußen ist Nacht. Ja, okay, es wird Tag. Okay, ja, gut. Das ist jetzt dann weniger wild. Dann haben wir jetzt hier die Fackeln drüber. Und damit dürfte es dann mit der Hütte das erstmal gewesen sein. Ich habe jetzt 8 Holz. Achso, ich habe ja aus den Dingen was rausgekloppt. Dann holen wir uns jetzt hier das Holz noch. Dass wir uns da noch rausgeholt haben. Und dann nutze ich das gleich noch und mache uns noch eine Truhe, damit wir auch schon ein bisschen was verstauen können in unserer Spawnhütte, die ja vorerst unser Zentrum der Lust, unser Zentrum der Map sein soll. Und dann hat sich das auch schon wieder. Da haben wir eine Truhe, das ist doch wunderbar. Die setzen wir jetzt hier ins Eck und da können wir jetzt dann schon ein paar Sachen reintun. Da würde ich jetzt mal zu den Eiern tendieren. Essensmäßig bin ich momentan noch sehr gut aufgestellt. Da muss ich jetzt noch nicht unbedingt schon was mampfen. Wir machen auch noch keine großen Höhlentouren, deswegen ist das okay. Die Federn lasse ich da, die Pilze lasse ich da. Lasse ich noch was da? Nee, den Rest nehme ich mal mit. Ich werde jetzt nämlich noch das Holz hier schnell verbraten, falls wir das noch brauchen. Hier sind jetzt schon 10 Glas drin, die lassen wir jetzt erstmal so. Dann soll der jetzt hier. Wieso ist die Flamme so klein? Ist ja auch wurscht, jetzt holen wir das hier so raus, so. Dann holen wir die Kohle hier raus und dann hauen wir das Eisenerz hier rein. Volle Kohle, wunderbar. Das kann jetzt ein bisschen brutzeln. Für diesen Part und für diese Session bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Ich habe dieses Let's Play jetzt einfach mal so vom Zaun weggebrochen. Mir gefällt es bisher ganz gut. Die Map ist anschaulich, da kann man was draus machen. Da werde ich mir noch viele schöne Sachen einfallen lassen. Wir haben Holz ohne Ende, was schon mal ein Riesenbonus ist für Minecraft, dass man hier einfach mal so auf viel Holz zurückgreifen kann. Ich schätze es mal so, in der übernächsten Aufnahmesession wird dann auch ein HD-Pack folgen. Ich nehme mal wahrscheinlich das Live-HD-Pack fürs Erste. Und dann war's das. Dankeschön. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ja noch einen Daumen geben. Natürlich nach oben. Wäre natürlich noch besser als der nach unten, ist ja klar. Und ein Abo wäre auch ganz fein. Und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal bei Minecraft, bei Sonic Heroes oder bei FIFA oder wo ihr auch immer dabei sein wollt bei mir bei Intune Records Let's Plays.
Bis zum nächsten Mal. Stay tuned.